Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zu einem weiteren Regenrennen auf meinem Kanal, muss ich glaube eher noch sagen. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich so viel Regenrennen bekomme. Aber ja. Wir haben nochmal ein Regenrennen. Und wir sind langsam. Eieiei. Wir sind einfach 20. Not so gut. Ich mag ja Regen. Ich habe ja kein Problem mit Regen, aber... Ich hätte ja gern mal wieder ein trockenes Rennen. Oh Mann. Uiuiui, bleib hier. Oh Mann. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir off sind. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Wenn ich ganz ehrlich mit euch bin. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber das ist doch ein Scherz, oder? Jetzt zum vierten Mal hintereinander Regen zu haben. Ein schlechter Scherz. Wir sind einfach 20. Soll ich mir nochmal Motorenkomponenten mitnehmen? Nein. Ja, Leute, wir sind 20. Die Top 3 machen, glaube ich, Leclerc, Sainz und Norris. Ja, Sebastian Vettel auf 14. By the way, hat Sebastian Vettel angekündigt, dass er diese Season retiren wird. Ja, müssen wir uns einen anderen Teammate suchen. Leider Gottes. Ja, wir sind auf dem 20. mit 15 Rückstand auf Latifi. Aber ey, ich bin im Regen, beziehungsweise im Rennen eh stärker. Quali war noch nie mein Ding, aber... Also ganz strange, wirklich mit dem Regen mittlerweile, dass ich so oft Regen bekomme. Einfach, was das angeht, einfach Pech. Strategie wird wie folgt aussehen. Wir starten mit den Intermediates, aber es soll relativ schnell trocken werden. Vielleicht kriegen wir noch einen Boxenstopp. Ich habe jetzt mal ein bisschen weniger Sprit mitgenommen, weil wir ein bisschen noch recovern werden. Mal gucken. Vielleicht wird's doch in Singapur hektisch. Let's go. Nicht so viel Drehzahl. So. Direkt mal outside. Oh, free wide. Machen wir four wide draus kurz. Hui. Sehr stark. Oh, besserer Exit. Vettel, I need you. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich es vorgestellt habe. Sorry, Vettel. Hui. Okay. Wilde Startphase. Wir sind 15. Sehr gut. Jetzt ab nach vorne. Okay, the start was fine. Let's try and move forward. Eieiei. Die ganze Zeit. Wheels bin im Exit, das ist unangenehm. Das wird wieder eins der Videos sein, wo ich wieder durchs Feld wahrscheinlich flügen werde. Eieiei. Ich habe tatsächlich ein Trockensetup drauf. Was soll ja gegen Ende tatsächlich, der Regen sollte ja abklinken.
Halt nur die Frage, worauf geht man dann? Auf Softs oder Mediums? Uiuiui. Dann kommen wir jetzt näher an Ju kommen. Und Vettel kommt tatsächlich mit dem Tempo mit, was ich habe. Sehr gut. Frag mich nur, ob die anderen Teams auch ein Trockensetup haben. Weil die auf der Gerade halt genauso schnell sind wie moi. Oder wenn nicht sogar schneller. Wobei ich denke, dass sie eher besseren Exit haben. Also ich hoffe, dass es in Japan das nächste Rennen sein wird. Hoffentlich nicht regnet. Würde ich mich sehr darüber freuen. So, Leute, kurzer Zwischenstand. Ich bin immer noch 15. Auch jetzt in den letzten Runden nichts passiert. Versuche einfach nur an Ju dran zu bleiben. Jeff meint jetzt, in 5 Minuten dürfte der Regen abklinken. Und dann ist the time to shine für uns. Bin nur gerade am grübeln, ob wir dann Ding nehmen, Softs oder Mediums. Das wird dann die entscheidende Frage sein. Ja, ich würde sagen, wenn ich die Hälfte erreicht habe, kann ich safe die Softs nehmen. Ja, die Strecke wird auch schneller. Leute tun nämlich jetzt schnellere Zeiten setzen. Opa. Ja, let's go. Okay, neue Strategie. Runde 8, okay. Ich gehe jetzt schon rein. Vielleicht mache ich jetzt fettes Rennen kaputt. Es tut mir aber leid, aber ich gehe jetzt rein. Ja, ja, ich gehe jetzt rein. Sorry, Vettel. Sebastian is in the pits. Ey, ich bin übel am Sweaten, Alter. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. 14er, wir haben eine Position gut gemacht. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Jetzt kommen wir on time to shine für uns jetzt. Hui. Okay, der ist freigegeben. Nice one. So schön wieder Grip zu haben, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, let's go. Der Ju ist auch unfassbar schnell. Der hat die Pace echt krass angehoben. Oh, schnellste Runde. Nice. Sehr schön.
Ja, Ju geht richtig ab. Kiados raus, sehr gut. Eine weitere Position für uns. Alter, Ju hat richtig einen Zahn gerade drauf. Uiuiui. Das ist in dem Haas ja gerade anders schnell. Oh, Ju mit dem Fehler. Ja, hier will ich noch nicht vorbei. Jetzt aber, oder? Boah, hat sich verbremst. Sehr schön. Komm schon, wir müssen noch Albon kriegen. Let's go. So, wir sind im DRS-Fenster von Albono angekommen. Sehr schön. So, zwei Runden Hard-Push war das gerade. Huiuiui. Oh. Dafür lasse ich euch jetzt zwei Runden gut dabei. Also ich versuche jetzt keinen Cut mehr zu machen. Das heißt, ich muss reden, reden, reden. Damit ich das interessant gestalten kann. Ich cut ja immer die Stellen raus, wo ich halt nichts sage, weil da auch nichts Interessantes passiert. Ich weiß, viele von euch würden das gerne sehen oder... finde das spannend, aber ich halt nicht. Und am Ende des Tages müssen mir auch die Videos selber gefallen. Und dementsprechend. So, let's go. So, vielleicht können wir sogar noch Magnussen kriegen. Aber es war die bessere Wahl tatsächlich, ein Trockensetup mitzunehmen. Weil ich jetzt rasieren kann. Oh, Albon squeezed mich. Bringt aber nicht, aber nichts. Okay, good work. Great pass. Ja, Albon gecatcht, nice. Guck mal, ob wir jetzt einen Magnus noch kriegen. Hui. Nicht so viel Innenkörb mit dem Kaya. Schon. Letzte Runde kommt gleich. Muss nah genug an Magnussen dran sein, dass wir vielleicht noch P9 sichern können. Magnus mit dem Fehler. Na, du Schlawiner, du weißt, dass ich da bin, ne? Ne, hier wollen wir noch nicht vorbei. Oh, Magnussen gibt alles. Kurzer Gewäsch hier. Lock up, wollte ich sagen. Hui.
ob ich das gefangen bekommen habe. Huiuiui. Und schon. Es reicht nicht. Komm schon. Oh Mann. Schade, es hat die letzte Runde nicht gereicht gegen Magnussen. Aber ey, wir haben einen Punkt mitgenommen. Die letzte Runde war ich auch ein bisschen ruhiger. Aber das hat jetzt echt in der Schlussphase Spaß gemacht. Ja, Leute, mehr ging tatsächlich nicht. P20 auf P10. Wir haben einen Punkt geholt. Wichtiger Punkt. Aber mehr ging nicht drin. Es tut mir auch leid, dass ich Vettel sein Rennen kaputt gemacht habe. Aber ich denke, wäre ich hinter ihm geblieben und wäre eine Runde weitergefahren, wäre ich, glaube ich, nicht da gewesen, wo ich jetzt bin, weil die Strecke sehr schnell abgetrocknet hat. Ich denke mal, es war eine gute Entscheidung fürs Team zumindest, für ihn selber. Ich weiß nicht, ob er auch selber P10 gefahren wäre, aber ich gehe jetzt mal davon aus, nein. Mal gucken. Leclerc holt sich den Sieg, Lando Norris auf 2, dahinter Hamilton, sehr schön. Oh, Norris ist sogar von 3 auf 2 gefahren und Perez von 8 auf 4. Für die Rivalität ist es natürlich jetzt nicht gut, dass er Punkte gesammelt hat, vor allem so viel Punkte gesammelt hat. Aber ich glaube, wir haben, glaube ich, einen Ticken Vorsprung vor Perez, weil Perez doch in der Vergangenheit echt schlechte Rennen hatte. Aber gut. In der Fahrermeisterschaft hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Ricciardo und Perez haben die Plätze getauscht. Perez kommt einen Ticken näher an mich, aber ich weiß nicht, ob er uns noch in den letzten 3 Rennen kriegen sollte. Japan sind wir bekanntlich stark, weil ich denke mal, dass wir da ein sehr gutes Setup haben, damit wir auf den Geraden uns gut verteidigen können. Wir müssen gucken, wie die anderen Rennen laufen. Aber so erstmal der Stand der Dinge. In der KWM gibt es auch nicht viel zu erzählen tatsächlich. Wir sind weder vor nach Red Bull gekommen, noch ist Alpine wirklich signifikant an uns rangekommen. Was mich ein bisschen freut, ist, dass ich Audi sehe, die auf Platz 9 gerutscht sind. Haben anscheinend ein gutes Rennen gehabt. Haben 3 Punkte Vorsprung vor Williams. Nice, sie sind nicht mehr Letzter, also geht's bei denen vielleicht auch hoffentlich nach vorne. Aber ja, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Ein Abo raushauen, um die anderen Folgen zu verpassen. Und wir sehen uns in Japan. Peace out. Ciao.